Am Freitagnachmittag fand der zweite Drive-In-Gottesdienst auf der Zettersfeld-Talstation statt. Dekan Franz Treuer hielt diesen wie bereits bei der Premiere ab. Wir werden heute nicht nur ein Licht anzünden, sondern viele Lichter hinein in unsere Herzen, weil es so wichtig ist, dass wir ein Licht haben, das brennt, damit die Dunkelheit nicht zu stark wird. Begrüßt von dem blinkenden Lichter der vielen Autos, kam dann der Ehrengast, der heilige Nikolaus. Nikolaus ist gerne mitten unter euch, mitten unter den Menschen und hilfsbereit zu jeder Zeit. Für traurige und kranke Menschen hat er tröstende Worte. Wo es Streit gibt, versucht er zu schlichten. Hungernden hilft er mit seinem Geld, bringt Essen und Getränke. Nikolaus hilft also gern und überall, wo er nur kann und wo Menschen in Not sind. Am Ende erhielten alle Kinder ein Nikolaussackerl und wurden vom Mann aus Myra und seinen beiden Engelchen verabschiedet.